Bei Verdacht auf luftgetragene Chemikalien ist es notwendig, eine Luftprobe zu nehmen. Dazu dienen neben den Silikagelröhrchen auch die Tenax-Röhrchen. Jeweils 3 Tenax-Röhrchen befinden sich vakuumiert in einer Aluminiumverpackung bei der Bundesausstattung. Diese wird aufgeschnitten. Die Tenax-Röhrchen befinden sich jeweils in einem Schraubdeckelröhrchen und sind schon geöffnet. Auf dem Schraubdeckelröhrchen befindet sich eine Nummer. Sie ist individuell und sollte mit der Nummer übereinstimmen, die auf das eigentliche Probenröhrchen geätzt ist, das sich darin befindet. Für die erste Luftprobenahme wird das erste Röhrchen ausgepackt. Für die Dichtigkeitsprüfung der Handpumpe wird ein ungeöffnetes Röhrchen auf die Pumpe bei komprimiertem Kolben gesetzt. Geht der Kolben nicht zurück, wenn er losgelassen wird, ist die Pumpe dicht. Das Zählwerk der Handpumpe wird mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes auf Null gesetzt und das Tenax-Röhrchen in Pfeilrichtung in die Handpumpe gesteckt. Durch Drücken der Handpumpe bis zum Anschlag und dem Entspannen der Pumpe wird eine definierte Menge Luft durch das Röhrchen gesaugt. Nacheinander wird nun ein Röhrchen mit einem Hub und ein Röhrchen mit 10 Hüben beprobt. Nach der Probenahme werden die Röhrchen wieder in ihr nummeriertes Schraubdeckelröhrchen gegeben. Diese werden mit einem Etikett versehen, auf dem das Datum, die Probennummer und die Hubzahl vermerkt ist. Zusätzlich zu den beiden Probenröhrchen wird das dritte Röhrchen ungeöffnet als Blindprobe verwendet. Der Probenbegleitschein wird ausgefüllt. Alle 3 Röhrchen und der Probenbegleitschein werden in eine Dekonverpackung gegeben. Die Luft wird aus dem Beutel gestrichen und der Beutel mit Hilfe der Klebelasche verschlossen. Die Probe ist fertig für den Transport zum Dekontaminationsplatz und das dort durchzuführende Tauchbad.